Konfuzei, ja, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer neuen Folge vom realen Irrsinn. Oder sagen wir, einer neuen alten Folge vom realen Irrsinn. Ein Vorschlag von unserem Schildi01, der ja immer sehr fleißig vorschlägt und immer tolle Videos vorschlägt. Als kleiner Disclaimer am Anfang, ja, weil es halt leider diese Beschwerde gab. Dauerwerbesendung steht da oben, weil Werbung vorkommen kann. Ich ab und zu auch mal was sage, was man als Werbung auffassen könnte. Alles ist nicht bezahlt, ich kriege also nichts dafür. Aber um mich abzusichern, ist es da oben eingeblendet. Schaltet es einfach weg, also blendet es aus in eurem Kopf und schon habt ihr kein Problem damit. So, wir wechseln mal rüber in den Live-Bereich. Die Folge heute heißt Die Klangbrücke. Und ich bin mal gespannt, was wir da heute so zu sehen bekommen. Es ist bestimmt wieder eine tolle Steuergelderverschwendung im Sinne des deutschen Staates. Wir wissen ja, die werfen das Geld mit vollen Händen zum Fenster raus, nur leider nicht nie in die Richtung, wo es angebracht wäre. Ja, leider. In Übach-Palenberg steht ein architektonisches Glanzstück mit beeindruckenden Details. Was zum Geier bitte ist das? Ich weiß, über Kunst soll man nicht streiten. Kunst liegt im Auge des Betrachters, aber das Ding ist hässlich. Dagegen ist ja das Horizont-Observatorium noch hübsch gewesen. Und das war schon nicht schön. Aber was ist das bitte schön? Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch präsentiert das Werk, das nur auf den ersten Blick aussieht wie eine Brücke. Ach so, es sieht nur aus wie eine Brücke. Es ist gar keine Brücke. Na, jetzt bin ich mal gespannt, was unser Bürgermeister hier da so von sich gibt. Das ist ein Kunstwerk, das ist eine besondere Brücke, die auch nur einmalig auf der Welt existiert. Das glaube ich, weil sowas Hässliches stellt sich keine zweite Stadt hin. Definitiv nicht. Und ja, was ist es denn jetzt nun? Ein Kunstwerk oder eine Brücke? Ich denke, es ist keine Brücke. Ja, doch, es ist eine Brücke. Ja, wie denn jetzt nun? Könnt ihr euch mal einigen? Ich finde, das sollte man tun. Einmalig auch, wie wandelbar sie ist. Denn vor 6 Jahren sah die Klangbrücke noch etwas opulenter aus. Also, wenn ich jetzt so diese Dinger da hängen sehe, verstehe ich noch, warum das Ding gleich Klangbrücke heißt. Weil wenn die sich bewegen, vielleicht aneinander stoßen, dann können Klänge entstehen. Ja, aber so wie das Ding jetzt dasteht, hä? Bildlich hat sich die Brücke von einer Reuse zu einem Dinosaurier-Gerippe entwickelt. Und das eine wie das andere ist irgendwie touristisch attraktiv. Ja gut, ja, 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 okay. Also würde ich sagen, das war wieder mal typischer Fusch am Bau. Man hat etwas gebaut, so sollte es wohl wahrscheinlich aussehen, ursprünglich und auch auf Dauer aussehend bleiben. Und dann kam irgendwie die Natur, die ist ja ganz, ganz grausam, das wissen wir alle, und hat das Ganze wohl auseinandergenommen. Wer ist da dran schuld? Die Natur natürlich, ist doch klar. Und wie? Deshalb hat das Verkehrsministerium NRW damals für den Bau 1,1 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, auch für die Entwicklung ausgeklügelter Details wie dieser Klangelemente. Moment, 1,1 Millionen Euro für dieses hässliche Ding. Und dann ist es nicht einmal so ordentlich gebaut, dass es länger hält. Ich sag doch, Steuerverschwendung. Ganz typische Steuergeldverschwendung. Und dann jammern die armen Politiker immer, sie hätten kein Geld, das sie ausgeben könnten, um Leuten zu helfen, die es wirklich brauchen. Ursprünglich war geplant, 3.500 Klangelemente hier aufzuhängen. Jetzt hängen noch gerade 60 Klangelemente. Ein Lärmschutzgutachten hat dazu geführt, dass weniger Klangelemente eben hier aufgehängt werden durften. Moment. Ich klamüse das jetzt mal ein bisschen auseinander, wie ich mir das vorstelle. Also, es wurde eine Brücke geplant mit Klangelementen. Dass diese Klangelemente natürlich Krach machen, ist normalerweise jedem klar denkenden Menschen klar.
Das war jetzt ein komisches Wortspiel. Okay, vergesst es. So. Aber dann wurde Geld genehmigt. Unendlich, unheimlich viel Geld für solch einen Unsinn. Und dann kam ein Gutachter und hat festgestellt, nö, so viele Klangelemente dürft ihr nicht aufhängen, weil die machen zu viel Krach. Wer hat sich beschwert? Die Vögel? Gut, okay. Wäre schon verständlich, weil dann wären es Naturschützer gewesen, was auch wiederum ein bisschen verständlich wäre. Aber das weiß man doch vorher. Das ist wie mit, ich plane eine Brücke für Fußgänger in einem Naturschutzgebiet, in dem ein entsprechend geschützter Vogel seinen Nistplatz hat, um dann festzustellen, dass ich die Brücke, nachdem ich sie aufgebaut habe, nicht nutzen darf und deswegen sie gesperrt wird, weil der Vogel da nistet. Hä? Mann, Bürokratie in Deutschland. Die ist nicht mehr zu retten. Das war wohl ein bisschen zu viel Klingeling bei der Klangbrücke. Deshalb wurden 98% der Klangelemente wieder entfernt. Aber dann konnte die Brücke doch endlich freigegeben werden. So sahen die Bilder jetzt am Ende nicht aus, also mit der Freigabe. Ich glaube auch, die ist nicht freigegeben worden. Nein, auch noch nicht. Dann sag's doch. Kamen die Bleche hier, die als Windspiele da waren, die die Optik dann auch verschönern sollten. Die hatten beim Sturm dann sich verzurrt und sind runtergefallen. Und ich musste diese alle sämtlich abnehmen lassen, weil einfach nur lebensgefährlich. Ja, klar, lebensgefährlich. Ich sag doch, Fusch am Bau. Weil wenn man die Dinger richtig aufhängt und richtig befestigt, dann halten die auch. Ein Dachziegel fällt ja auch nicht einfach so vom Dach runter. Gut, okay, wenn ein richtiger Sturm kommt schon, aber das ist was anderes. Ich liebe dieses Video schon jetzt. Ui, das klingt ja gar nicht gut. Also weg das mit dem ganzen gut. Klimbim. Geht ja auch ohne. Nee. Sorry, wenn ich der Dame jetzt gerade mal den Satz abgeschnitten habe. Aber nee, wenn es eine Klangbrücke ist, dann baut es doch auch als Klangbrücke. Dann nehmt das doch auch bitte so hin, dass da ein bisschen Krach ist, dass da ein bisschen was ist, was nicht hingehört. Das ist doch in Ordnung. Ja, gebe ich dir voll und ganz recht, Schildi. Das ist nicht nur für dich so sehe ich das genauso. Das ist Veruntreuung. Also, ich hab mich jetzt die Woche in der Schule unterhalten mit zwei Kollegen, mit denen ich öfters in der Pause zusammenstehe. Und wir hatten das Thema mit dem Schiff in Bremerhaven. Mit den 40 Millionen. Oder am Ende waren es ja, glaube ich, 42 Millionen. Also, das ist doch viel schlimmer. Aber das ist. Nee. Also, manchmal wünschte ich mir wirklich, wir würden mal wirklich so eine richtige Revolution machen und denen da oben mal einfach so den Boden unter den Füßen wegziehen. Aber irgendwie klappt das hier in Deutschland nicht. Ja. Ich habe es wieder bei der Oberbürgermeisterwahl hier in Frankfurt gesehen. Wir hatten am Ende die Wahl zwischen Pest und Cholera. Wir haben Cholera gewählt. Also, ich habe ganz toll gewählt. Ich war wirklich demokratisch und fair. Ich habe beiden meine Stimme gegeben. Das war ja wegen diesen Elementen. Ja. Und jetzt sind die weg und jetzt klingt es auch nicht mehr. Die paar, die noch hängen, hört man kaum was. Doch, es sind irgendwelche Geräusche bei Wind wahrzunehmen, aber das hat nichts mehr mit Klingen zu tun. Das ist ein Scheppern. Ach, ja, genau. Also, ja, es ist. Unsinnig, reiß das Ding ab, dass zumindest die Dinger an der Seite, also die für den Klangkörper gemacht worden sind, und nennt das Ding Brücke, Übergang, wie auch immer, aber Klang kann man da wegstreichen, weil, ja. Und ich plädiere dafür, dass sie mindestens 2/3 der Steuergelder, die sie dafür ausgegeben haben, zurückbezahlen. Wo? Was für Klangkulturbanausen? Wenn man ganz leise ist und bei den Klangelementen mal gut hinhört, dann hört man ein leichtes Klingen und Säuseln. Moment. Die Brücke führt über
oder an einer Straße vorbei. In der Natur. Und man soll ganz leise sein und dann hört man was? Habe ich was verpasst? Also Autos leise? Also alleine während er geredet hat, habe ich im Hintergrund das Auto vorbeifahren hören. Also mit leise ist da nichts. Hier nun gerade nicht und hier auch nicht. Aber hier, da, so. Ja, man hört was. Das ist unsere. Ey, das war aber gecheatet. Das war gecheatet. Das war eindeutig gecheatet. Unsere Hoffnung, dass das mal das Highlight werden kann, für Touristen in unsere Region zu bringen. Und das Ganze für nur 1,1 Millionen. Na, wie klingt das? Ja. Ich wusste wieder, dass das kommt. Nein, aber für 1,1 Millionen solch ein touristisches Ziel, das muss man unterstützen. Deswegen habe ich jetzt auch diese Folge gemacht. Nein, natürlich nicht. Ich habe mich die Folge darüber gemacht. Erstens, weil sich Hildi vorgeschlagen hat. Zweitens, weil ich mich aufregen wollte. Nee, also, das ist echt ein Witz, oder? Ein ganz schlechter. Eine Klangbrücke, die nicht klingt. Weil ein Gutachten sagt, die klingt zu viel. Und weil die extra dafür angebrachten Klangkörper lebensgefährlich angebracht sind. Fangen wir mal. Also, Rückzahlung von 2/3 der Steuergelder durch Verklagen der Baufirma, die da Fusch gebaut hat. Und den Gutachter würde ich auf den Mond schießen, allerdings ohne Rückfahrkarte. Genau. Ach ja, für die 2/3 rückgezahlten Steuergelder könnte man dann eine Lärmschutzwand bauen, damit man nicht leise sein muss, um das zu hören. Vorschlag von mir. Nein. Ja, also, aber wie immer, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen hoch da lasst. Und da unten findet ihr dann auch den Abo-Button. Ich zeige euch mal hier bei Extra 3, wo der den findet. Der ist bei mir nämlich an derselben Stelle wie bei den Kollegen dort. Hier, da ist der Abo-Button. Ich muss hier nicht draufklicken, weil ich habe das schon abonniert. Aber bei mir könnt ihr da auch mal draufklicken. Das hilft. Genau. Tut auch nicht weh und macht schön, habe ich gehört. So, ein Däumchen habt ihr gesehen, habe ich jetzt auch da gelassen. Und ja, wenn ihr was habt, könnt ihr das machen wie der Schildi. Der macht das auch regelmäßig unter jedem Video. Ganz da unten, da ist eine Kommentarfunktion. Da könnt ihr Anregungen, Kritik, Vorschläge und sonst was, was ihr zum Kanal loswerden wollt, da lassen. Ich reagiere drauf. Ich versuche immer sehr zeitnah zu antworten. Manchmal klappt es nicht. Oder manchmal schreibe ich was und vergesse es dann abzuschicken. Ja, Asche auf mein Haupt. Ich lerne noch. Ich gelobe Besserung und Verbesserung. Genau. Was noch? Was die Vorschläge angeht, wenn ihr da welche macht, entweder achtet ihr selbst drauf, dass es eine entsprechende Lizenzierung gibt, dass Content Creator das aufreagieren können, oder müsst halt damit leben, dass wenn ich die Leute anschreibe, auch zurückgesagt bekomme, nö, ist nicht, darfst du nicht. Wir hatten vorhin ja jemanden drin, der ein Musikvideo meinte, ob ich das reacten könnte. Musikvideos sind immer ganz schwierig und gerade, wie ich das dann sagte auch, beziehungsweise ja leider nicht gehört wurde, asiatische Musikvideos sind immer ganz speziell. Da ist immer einer dahinter, der sagt, nö, ist nicht. Gut, genau. So. Mir bleibt dann jetzt nur noch zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Spaß, Lust habt, hier auf meinem Kanal haben wir noch weitere Videos, könnt ihr euch anschauen. Und bis zum nächsten Video, sagt euch tschüss, eure Josie.